Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist die Glossy Box eingetroffen und das ist die Februar-Edition. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Eigentlich wollte ich heute Abend gar nicht mehr drehen, es ist einfach schon 8:30 und ich bin total müde und ich war gerade einfach nur dabei, hier aufzuräumen, aber Monsieur hat danach verlangt. Ich habe hier nicht mal einen normalen Stuhl stehen. Also der Stuhl, der hier steht, ist eigentlich der aus unserem Schlafzimmer vor allem. Doch, den haben wir auch im Schlafzimmer. Aus unserem Esszimmer, weil in unserem Esszimmer ist aktuell mein Arbeitszimmer wegen Homeoffice und deswegen steht da dieser Stuhl, weil das ein Rolldrehstuhl ist und das bequemer ist. Egal. Eigentlich ist heute ein ganz wuseliger Tag, aber okay. Monsieur hat sich hier hingelegt und danach verlangt, dass Frauchen jetzt mal so langsam arbeitet und ein Video dreht. Naja, gut. Ja, praktischerweise kam heute dann auch endlich mal die Glossybox an. Es hat ein bisschen länger gedauert dieses Mal, aber es sei DHL und Glossybox und allen verziehen. Hier ist das ultimative Schneechaos ausgebrochen. Heute taut es endlich mal so ein bisschen, also von daher überhaupt kein Problem. Die Glossybox ist eine Beautybox, die erscheint monatlich und kostet ab 12,50 Euro. Ich glaube bis 15 Euro maximal kann die kosten, je nachdem was für eine Abo-Form man wählt. Ne? Also ich habe die im Jahresabo, was ich auch automatisch dann immer wieder verlängern lasse, quasi dadurch, dass ich es halt nicht kündige und zahle dann dementsprechend monatlich 12,50 Euro und wenn du aber lieber ein flexibles Abo haben möchtest, dass du dann jederzeit kündigen kannst, kostet die dann glaube ich 15 Euro. Wir haben eigentlich so eine rosane Box bei der Glossy Box, aber jetzt haben wir eine Special Edition und ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal so in der Werbung gesehen, bei YouTube hier auch, ne, durchlaufen. Das ist die Sing Dance Love Repeat Mixtape Edition. Und das sieht halt wirklich retromäßig aus. Und jeder, der wie ich so ein Kind der 90er und vielleicht sogar ein paar Jährchen älter ist, der weiß ganz genau, dass wenn man dieses Design sieht, dass man normale Bleistifte, diese Sechskantbleistifte, ne, die man halt ganz normal verwendet, nicht nur zum Schreiben verwenden kann, sondern auch um einfach die Kassetten wieder zurückzudrehen, auf denen das Lieblingsmixtape abgespeichert ist, was man sich nicht abgespeichert hat, sondern was man sich vom Radio immer quasi rüberkopiert hat. Leute, schreibt mir unten in die Kommentare, falls ihr das damals auch gemacht habt. Ich hatte damals so eine Stereoanlage und konnte da dann auch aufnehmen. Und dann hatte ich mir halt diese Leerkassetten immer gekauft und wie eine Bekloppte hing ich dann wirklich stundenlang, tagelang vor dem Radio, hab gehofft, dass mein Lieblingssong kommt, um dann auf Aufnahme zu drücken, damit es quasi aufgenommen wird auf die Kassette. Damals war das alles noch vollkommen legal, heutzutage nicht so ganz, aber gut, ja. Das waren halt noch echt wilde Zeiten und, ne? Ja, genau. Da komme ich halt weg quasi vom Alter her. Ich bin 89 geboren. Genau, so. Hier steht auch 90 drauf, also das finde ich ziemlich cool. Noch cooler wäre für mich natürlich gewesen, wenn er 89 gestanden hätte. Ich weiß nicht, ob die Glossy Box irgendwas auch mit den 90er Jahren verbindet oder ob das einfach nur jetzt so eine Edition ist. Ich weiß es nicht, aber ich finde sie sehr, sehr cool. So cool, dass ich da schon ein paar Minuten drüber geredet habe. Okay, der Deckel ist entfernt. Hier drin haben wir auch das Glossybox-Logo. Das Format von der Glossybox ist halt immer identisch, ne? Aber das Design ändert sich manchmal. Und hier haben wir dann den ersten Blick, wenn der Deckel entfernt ist. Es riecht leicht nach Peach hier raus, aber es kann auch sein, dass es mein aktuelles Bodyspray ist, was ich drauf habe. Hier haben wir einmal das Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Und da lesen wir uns gleich mal durch, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben, weil irgendwas haben sie sich dabei gedacht. Hier haben wir ein schönes Schleifchen und ich muss es kurz auf die andere Seite nehmen, denn meine linke Hand und ich, wir sind keine Freunde. Ich kann mit links echt fast nichts, ne? Außer Gitarre spielen. Das funktioniert. Das geht sehr gut. Genau. Ich rede hier, ihr merkt, heute ist nicht unbedingt der routinierteste Filmtag. Aber gut, dann machen wir hier einmal den Klebi auf. Ich hab's zerrissen. Oh, und da kommen mir ein paar sehr bekannte Produkte entgegen. Das ist der erste Blick in die Box. Wir haben normalerweise so 5 Beauty-Produkte hier in dieser Box mit drin. Pflege, dekorative Kosmetik auch ab und zu mal so ein bisschen. Und jetzt schaue ich mal. Es haben nicht alle die gleichen Produkte in der Box mit drin. Und hier geht es ab. Good Vibes Only mit deiner Sing, Dance, Love, Repeat Edition.
Jo, dieser Februar wird etwas ganz Besonderes, denn dank unserer Special Design Box im Kassettenlook ziehen echte Retro-Vibes bei dir zu Hause ein. Und natürlich Liebe. Ganz viel Liebe, mit der wir uns besonders in diesem Liebesmonat umgeben wollen. Ich weiß, und ich habe das, weil ich auf Instagram heute tatsächlich den Blumenstrauß von meinem Freund gepostet habe, den er mir geschenkt hat, ne? Es freuen sich viele über den Valentinstag, aber ich glaube, fast genauso viele mögen ihn nicht. Es ist halt ein sehr konsumorientierter Tag und der geht den Singles, glaube ich, ziemlich auf den Sack. Ich bin seit 15 Jahren in sehr festen Händen und dementsprechend für mich ist es ein Fest der Liebe. Ich finde es schön, ich mag das gerne, dass man da halt nochmal ein bisschen mehr sich Aufmerksamkeit schenkt und ein bisschen mehr einfach mal Sahne auf die Erdbeertorte packt, in Anführungsstrichen, ne? Finde ich auch mal vollkommen legitim. Natürlich sollte man das im Prinzip jeden Tag machen, wenn man in einer Partnerschaft ist. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, wenn es halt auch besondere Tage gibt, wo man nochmal so einen Sidekick bekommt, angestoßen wird und, ne, genau. Deswegen, also einen Strauß Blumen kriege ich auch so mal ab und zu, wenn mein Freund weiß, dass es mir nicht gut geht oder wenn er weiß, dass ich gerade irgendwas cool gemacht habe, mich darüber freue und er mit mir feiern möchte oder sonst irgendwas, ne. Ja, aber an Valentinstag ist es halt irgendwie nochmal ein bisschen, irgendwie ist es auch cool. Ja, genau. Er hat natürlich auch was von mir gekriegt. Die Bucketlist für Paare ist das gewesen. Das ist so ein Buch zum Abhaken, was Paare quasi so machen in ihrer ganzen Beziehungslaufbahn. Keine Ahnung. Fand ich ganz witzig. Den Werkzeugstrauß habe ich leider nicht geschafft, weil aufgrund der Verlängerung des Lockdowns habe ich es nicht in Baumärkte geschafft. Und ich mag das einfach lieber, wenn ich ein Produkt auch vorher in die Hand nehme und dann die Wertigkeit auch spüren kann. Klar, bei verschiedenen Marken weiß ich, wie wertig sie sind. Boah, rede ich gerade viel. Tut mir leid. Tut mir leid. Das mache ich ungern übers Internet tatsächlich. So. Ei, ei, ei. So, auch wenn dein Herz gerade für keinen anderen Menschen schneller schlägt, ist dies eine wunderbare Gelegenheit, all deine positiven Vibes und Gefühle auf dich selbst zu richten. Klar, ne? Das ist halt auch super wichtig. Fang am besten direkt damit an und schenk dir Beauty-Liebe mit unserer Sing Dance Love Repeat Edition. Jo. Wie wir uns das vorstellen. Ungefähr so. Erstens, schmeiß die besten Gute-Laune-Songs in deine Playlist und kick dich in unsere Glossy FM-Playlist für Februar bei Spotify und tanz dich glücklich. Ist es witzig, dass ich kein Spotify habe und auch keine Playlist? Ich bin da echt merkwürdig. Also ich mache das Radio an. Ja, tatsächlich. Oder ich auf YouTube gibt es ja auch so Dance-Videos und keine Ahnung. Wenn ich abdancen will, dann mache ich sowas an. Okay. Umgib dich mit deinen Lieblingsmenschen und den Essentials aus der Februarbox. Mhm. Bonus. Dreh den Speaker lauter und sing mit. Das mache ich sowieso immer. Drittens. Probiere deine neuen Beauty-Schätze aus und verlieb dich immer wieder neu. Bei jedem Blick in den Spiegel. Mhm. Ja. Dank der Produkte aus der Box wird Punkt Nummer 2 zum echten Kinderspiel. Was war das nochmal? Umgib dich mit deinen Lieblingsmenschen, Essentials der Februarbox und dann laut mitsingen. Okay. Für deinen Basic Glow sorgen 3 unserer Highlights. Jetzt wird hier schon wieder gespoilert. Das machen die im letzten Abschnitt in letzter Zeit öfters, ne? Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Jo. Ne? Bin ich gespannt. Wie gesagt, du hast hier verschiedene Editionen. Meistens hast du so 2-3 Produkte, die überall gleich sind. Und 2-3 Produkte variieren dann immer von Box zu Box. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, woran die das immer festmachen. Ne? An diesem Beauty-Profil nicht wirklich. Ob die das irgendwie alphabetisch machen oder ich weiß es nicht, per Zufall. Hier haben wir auf jeden Fall von Shams das Overnight Boost Serum, Nacht Power Effekt, Regeneration und Faltenglättung mit Chrono Repair Komplex und Hyaluronsäure. Ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal ganz nett an, ne? Schön über Nacht. Ich kann nicht reden, ich habe heute wirklich viel geredet. Ja, das wünscht sich ja jede irgendwie, ne? Ja, läuft. Also vielleicht So ein Mr. Fred-Familiengedöns, ne, das bringt das nicht weg, ne? Ne, das ist wahrscheinlich nicht. Ui, okay, Glow On Fifth Beauty Rose Gua Sha Facial Massage Beauty Tool. Okay, das hatten wir jetzt schon öfters mal drin, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das sogar auch schon mal in der Glossybox mit dabei hatten. Also das ist halt so ein Stein, mit dem kannst du eine Gesichtsmassage machen und deine Seren auf eine ganz besondere Art und Weise einarbeiten. Was ich ganz cool finde, der ist jetzt in so einer Flügelform.
ist natürlich auch sehr beschwingt und fröhlich, fühlt sich aber jetzt ehrlich gesagt eher an wie Plastik als wie ein richtiger Gua Sha Stein, weil ich hatte auch schon diverse in den Händen und die waren viel schwerer. Der hört sich auch an wie Plastik, Leute. Das ist doch Plastik. Erzähl mir keinen. Dann kostet das Ding gleich 50 Euro und ich sitze hier mit meinem schmalen Hemd, ne? Bla bla, 4 bis 6 Minuten jeden Tag, damit du einen gesunden, glowy Skin-Gedönsen bekommst. Das ist doch made in China. Rose, ich guck mal eben ins Heftchen. Ihr habt es ja eben schon gesehen. 10 Euro. Na, ich weiß ja nicht. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich, das hört sich an und das fühlt sich an wie Plastik. Also ganz im Ernst. Ich habe ja auch mit PMD die Kooperation gehabt quasi. Also ich weiß nicht, ob der Code noch gültig ist. Da könnt ihr auch ein bisschen sparen. Also da habe ich ja so ein Beauty-Tool über Octoly zugeschickt bekommen, der ja hinten auch so einen Rosenquarz dran hat, der sich ja erwärmt. Wenn ich das Serum so einarbeite, kann ich das anschalten, dann erwärmt sich das Ganze, ne? Da merkst du auch, dass es ein Rosenquarz ist. Und das hier, das ist Plastik. Naja, aber egal. Gut, ne? Gibt Menschen, die das cool finden. So, dieses Produkt ist riesig und das hat die Box auch so schwer gemacht. Das habe ich auch schon mal aufgebraucht. Garnier Fructis kräftigende Aktivformeln. Silky and Shiny 10-in-1 Cream. Und das hat halt wirklich so 10 Geschichten drauf. Da sind 400 Milliliter drin. Und ich glaube, an dieser Tube, als ich die aufgebraucht habe, habe ich ein Dreivierteljahr dran rumgenuckelt oder sowas. Also wirklich lange hat es gebraucht. Das ist super ergiebig und war auch ganz schön von der Wirkung her, muss ich sagen. Habe ich mir so in die Haarlängen und Spitzen einmassiert, nachdem ich geduscht habe. Ne? Ja, das war schon okay, aber es hat meine Haare jetzt nicht exorbitant krass verbessert oder verändert oder sonst irgendwas. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, aber es ist halt schön, dass es mit dabei ist. Es ist ein Haarprodukt. Wir haben was fürs Gesicht, 2 Sachen bislang. Wir haben was für die Haare. Jetzt haben wir hier auch noch dekorative Kosmetik. Da beschweren wir uns nicht. Ne? Das ist ein rundum sorglos Paket. Body fehlt mir. Okay. Nein, alles gut. 12,50 Euro, Leute. Immer wieder dran denken. Manakada Beauty Step 3 Flutter Mascara Jet Black. Ich glaube, ich weiß nicht. Hatten wir die schon mal? Also ich sammle ja alle dekorativen Kosmetikprodukte, heller stellen, danke, und mache daraus am Ende des Monats ein Fullface und stelle das so Anfang, Mitte nächsten Monats online. Und da wird die dann jetzt auch mit reinkommen. Ich weiß nur nicht, ob wir die schon mal hatten, weil wir hatten schon mal eine Mascara auch mit drin. Aber ich glaube nicht, dass es die war. Die hat so gestunken. War das die von Manakada? Von Manakada kommt ja auch eins meiner absoluten Lieblingspuder. Das hat so einen geilen Weichzeichner-Effekt. Das ist wirklich geil. Moment. Boah, ich fällt hier der ganze Tisch um, Leute. Das hier, das hatten wir auch schon mal in Boxen mit drin von Glossybox. Das habe ich auch, als ich das erste Mal hatte, in der Glossybox gehabt. Da habe ich auch in dem hier schon wieder eine The Pan-Geschichte drin. Das hat so einen krassen Weichzeichner, aber einen ganz, ganz leichten Hint of Tint. Und deswegen mag ich das so gerne, weil das halt null weißelt oder so. Aber wirklich super funktioniert mit jeder Foundation und so. Deswegen, klasse. So, Mascara. Die ist hier mit drin und die ist auch wohl bei jedem mit drin, weil das ist direkt auf der ersten Seite. Soll die kosten? 16 Euro. Okay. Uiuiuiui. Nee, die war das nicht. Die riecht auch merkwürdig, aber die stinkt nicht so. Okay, und das ist halt so ein ordentliches Vieh, ne? Also die ist vorne dick, hinten dick, in der Mitte enger zusammengehend. Aber wie? Die hat ja vorne einen Mega-Oschi. Das scheint mir ein Gummibürstchen zu sein. Witzig. Das muss ausgetestet werden, Sammy. Nicht bei dir, sondern bei mir. Also da bin ich wirklich... Oh, guck mal. Wenn ich die jetzt so über meine Tagesmascara drüber mache, die ja schon seit heute Morgen um... Boah, 7 Uhr drauf ist und wir haben es, wie gesagt, jetzt 8:30. Oh. Ich glaube, die wird was können. Ich glaube, die testen wir zusammen. Da habe ich Bock drauf. Das ist cool. Ne? Ne? Okay, jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Und das hatten die, glaube ich, auch angeteasert. Oder das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, bei Franka im Unboxing. Sackenteuer. Avant ist ja so eine Marke, ne? Die packen die jetzt in letzter Zeit mega häufig in die Glossy-Boxen und in die Look-Fantastic-Boxen, um den Preis so in die Höhe zu treiben. Aber ganz ehrlich, das hier ist ein Hyaluronic Argan Oil Peony Sweet Almond Age Protect and UV Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub, also ein Lippenpeeling. Ja, es ist schön, es ist cruelty free und so, ne? Aber das soll einen Wert haben von, ich weiß nicht, 60 Euro oder so, was haben die geschrieben?
64,65 für ein Lippenpeeling. Ich würde nicht mal, jetzt mal ohne Witz, wenn ich mir ein Lippenpeeling kaufe, ne? Moment. Ich habe einen Krümmel in der Tröte hier. Wenn ich mir ein Lippenpeeling in der Drogerie kaufe, würde ich nicht mal ein Zehntel dafür ausgeben. Ich würde doch niemals für 65 Euro mir ein Lippenpeeling kaufen. Also jetzt mal im Ernst. Aber das ist krass. Ich meine, es ist schön, dass es in der Box mit drin ist. Aber wie auch schon viele unter meinen anderen Unboxings geschrieben haben, wo ich Avant-Produkte gezeigt habe, ich habe keine Ahnung. A, wer wirklich so viel für sowas original ausgeben würde. Und B, was diesen Preis so gerechtfertigt. Ne? Weil ich hatte auch letztens eine Augencreme von Avant mit drin. Die hat mir ja so dermaßen hier alles schuppig und kaputt gemacht um die Augen drumherum. Ne? Deswegen, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe jetzt aktuell, doch, ich habe noch eins von meiner Kardaien-Einwendung tatsächlich. Das heißt, danach werde ich das hier mal ausprobieren. Mal gucken, ob das hier besser ist als die Augencreme. Ich hoffe, Leute, wir klopfen auf Holz. Und das waren jetzt die 5 Produkte, die in der Box drin waren, die mir jetzt so ganz gut gefallen haben, bis auf diesen Gua Sha Stein. Aber den hat scheinbar jeder drin, genauso wie das Lippenpeeling und die Mascara, wenn ich das hier richtig sehe. Man hätte ja auch noch einen Nagellack von Essie drin haben können, den hätte ich den lieber gehabt als das Overnight Serum. Nicht unbedingt, weil die Farben, die hier abgebildet sind, die habe ich eigentlich so da. Das sind so diese Mini-Größen, ne? Das sind halt relativ normale Farben. Love Beauty and Planet, Coconut Oil. Gott sei Dank habe ich das nicht drin. Ein Conditioner wäre das gewesen. Hätte man alternativ zu dem hier drin haben können. Ja, zum Weitergeben vielleicht, aber ja, ich weiß nicht. Hätte mich jetzt auch nicht so geflasht. Von Botanicals Fresh Care hätte man Spülungen drin haben können. Nö, hätte ich jetzt auch nicht so haben brauchen. Alternativ zu dem Schäben Serum. Ja gut, nö. Ich bin damit zufrieden, was ich habe. Dann hast du hier halt immer mal wieder so... oh, ein Langhaarmädchen Trockenshampoo könnte auch drin gewesen sein. Gut, dass ich es nicht habe, weil ich sowas nicht verwende. Eine Sneak Peek haben wir dann drin, neben ganz viel Werbung übrigens auch, ne? Pretty Pleasures Edition wird dann im März uns erwarten. Übrigens habe ich auch einen Rabattcode, das bekommt jeder, der die Glossy Box abonniert hat, hat in seinem Menü drin stehen, so ein Freunde werden Freunde-Code. Habe ich dir eben schon eingeblendet, kannst du gerne verwenden, um dann ein bisschen was zu sparen. Ich sammle dadurch auch Glossy Points und kann dann so ein bisschen was auch günstiger bekommen. Zum Beispiel die Glossy Box Young habe ich mir jetzt bestellt. Ich glaube, die Glossy Box Men habe ich mir auch bestellt. Und genau, ne, dann bekommt man da halt Vergünstigungen dadurch, dass ich halt Freunde werden Freunde machen kann. Genau. Die kleinen Freuden im Leben sind oft die besten. Ob ein kleiner Bummel durch die Stadt, ein frischer Blumenstrauß oder eben neue Beauty-Schätze. Was auch immer dein persönliches Pretty Pleasure ist, gönn es dir. Unsere neue März-Edition ist in jedem Fall ein großes Beauty-Vergnügen, das aus vielen kleinen besteht. Verschönere deine tägliche Routine dank dieser unentbehrlichen Kosmetik- und Pflege-Must-Haves, färbe deinen Beauty-Alltag in hübscheste Pastelltöne, das mag ich, und zelebriere die Weiblichkeit in allen Facetten. Ja, da bin ich immer gespannt, was uns dann im März erwartet, ne? Weiblichkeit. Wenn die uns da jetzt irgendwie eine Whoopi-Maske reinpacken, dann ist es, ich weiß nicht. Leute, das war jetzt auf jeden Fall die Februar-Edition. Ich jetzt mal für 12,50 Euro vollkommen legitim. Das Overnight Serum, naja, der Gua Sha Stein hätte nicht sein müssen, weil irgendwie Plastik. Das Lippenpeeling, nice to have, aber halt auch kein Must-Have. Dieses Silky Haircreme finde ich ganz nice. Die Mascara finde ich klasse. Also da freue ich mich drauf, die auch solo mal aufzutragen. Flatter-Mascara. Und ja, ne, also im Prinzip eine gelungene Box. Haut mich auch nicht von den Socken, aber ich fand sie jetzt auch nicht schlecht, ne? Also ich fand sie okay. Ne? Ja. Wie gesagt, ja, alles in der Infobox verlinkt. Ich glaube, die Produkte verlinke ich euch auch mal, falls ihr Bock habt, die nachzukaufen oder so. Jo. Okay, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Beautybox-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!